Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Schildhof Kleve. Der Schildhof Kleve ist dem einen oder anderen vielleicht schon von unserer Facebook-Seite bekannt. Ihr findet uns auf www.facebook.com/Schildhof Kleve. Jetzt haben wir uns überlegt, einen etwas moderneren Weg einzuschlagen und daher möchte ich euch gerne zu einer virtuellen Hofrunde über unseren Schildhof einladen. Als Schildhöfe wurden in der Vergangenheit wehrhafte Gehöfte mit besonderen Privilegien bezeichnet. Sie waren in der Regel auf einer Anhöhe gelegen und leichter zu verteidigen. So natürlich auch der Schildhof unserer Familie, der Familie Salthaus in der Klever Schlucht. Der Schildhof ist herzuleiten vom Kriegsdienst mit Schild und Speer. Der Schildhof Salthaus ist einer von nur wenigen Höfen im Ravensberger Land, deren Entstehung auf eine Urkunde aus dem Jahr 1317 zurückreicht, worin ihnen auf Lebzeiten Steuerfreiheit als Gegenleistung für bewaffneten Kriegsdienst gewährt wurde. Auch erhielten sie das Jagd- und Fischereirecht für den Eigenbedarf bis auf den heutigen Tag. Die Erinnerung lebt fort, wenn an hohen Feiertagen die Schildhöfer in ihrer Tracht Schild und Hellebarde tragen. So viel zur Geschichte. Jetzt lade ich euch ein, mit mir über unseren Schildhof zu streifen. Ich sagte eingangs, der Schildhof Kleve liegt in der Bauernschaft Kleve und gehört zur Gemeinde Ravensberg. Wir finden uns am Rand der Klever Schlucht, was auch die Position für diesen Schildhof eben bewilligt und nahelegt. Aber genug der langen Vorrede. Auf geht's. So, direkt am Eingang sehen wir hier unseren Hofkühlschrank, auf dem sämtliche bei uns produzierten Waren käuflich erworben werden können. Dazu gehören neben Eiern und Schafsmilch natürlich auch Produkte aus unserem Bio-Obstanbau und von unseren Honigbienen. So, jetzt zu unserer Linken, der Werkstattbereich des Schildhofs, mit allem, was man im Grunde genommen für die kurze Reparatur so zwischendurch benötigt, wenn es nicht ja, die Fachkenntnisse des örtlichen Landmaschinenhändlers erfordert. Wenn wir weitergehen, sehen wir hier noch einen Unterstand für unsere Fendt-Ballenpresse. Und kommen dann zu unserem hofeigenen Stromkraftwerk, unser Windrad, an deren Fuße wir Erwin beheimatet haben. Erwin ist unser Hahn und Herr über aktuell 14 Legehennen. Wir setzen unseren Rundgang fort und kommen vorbei an unseren Bienenstöcken. Hier sammeln die fleißigen Bienen den Honig für unser biologisch absolut natürliches Produkt. Ihr könnt den Honig natürlich über unseren Hofkühlschrank erwerben, das sagte ich ja eingangs. Und darüber hinaus wird der Honig aber auch für die Weiterverarbeitung benötigt, da wir hausintern ein bisschen keltern und ja, der Honig da als Hauptbestandteil mit Verwendung findet. Die Felder zu unserer Linken sind derzeit mit Raps bestellt und gehören auch zum Hof. Hier rechts finden wir einen kleinen Unterstand für Geräte der Feldbearbeitung, der Feldvorbereitung.
vorbei an unseren Apfelbäumen. Auch eingangs erwähnt, sowohl die Äpfel als auch fertige Endprodukte daraus sind erwerblich bei unserem Hofkühlschrank. Wir kommen dann zu unserer Schafweide. Es handelt sich dabei um eine Offenstallung. Und anbei der Silobau, relativ frisch errichtet. Hier lagern wir aktuell das Futtergras ein, nach der Ernte aber auch sämtliche anderen Güter und warten dann darauf, dass der Markt sich zu unseren Gunsten entwickelt. So, gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Hof. Wobei an unserem kleinen Mistlagerplatz, der hauptsächlich zur Bewirtschaftung dieses wunderschönen alten Holzgewächshauses dient. Aktuell werden hier Tomaten gezogen. Von hier aus auch schön zu sehen, der Blick auf die Ravensburg. Hinter der Scheune befindet sich das Schleppdach für die beiden Erntemaschinen. Als da wären für die Pappelernte ein Fortschritt. Und für sämtliche andere Erntevorgänge ein alter, gut erhaltener Bison. Rotdruckreiniger natürlich auch vorhanden. Da wollen wir dem Guten doch mal was zu fressen geben. Unsere Hoftankstelle und im Inneren der Scheune bewahren wir zum einen die Sämaschinen als auch das Saatgut, welches natürlich trocken lagern sollte, auf Hühnerfutter und noch weitere Kleingerätschaften, wie auch zum Beispiel unseren Mahindra Retriever, der bei uns auf dem Hof als Tankfahrzeug dient und uns schon das ein oder andere Mal auf dem Feld richtig den Arsch gerettet hat. Zu unserem Hof gehört nicht nur die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft, sondern auch ein kleines Forstgebiet. Zu dem brechen wir jetzt einmal auf.
hier seht ihr, haben wir alle nötigen Werkzeuge, um erfolgreich unseren Forstbetrieb bewirtschaften zu können. Allen voran der F100 mit der Polterzange. Und für schwieriges Gelände den 600C von Fiat Raupenschlepper. Dieser dient uns in erster Linie dafür, die Baumfräse zu transportieren und entsprechend in Einsatz zu bringen. Kleinholz fällt natürlich auch bei uns im Wald ein und wird in unserer betagten, aber immer noch zuverlässig ihren Dienst verrichtenden Jens-Häckselmaschine zu Holzhäckseln verarbeitet. Und das Langholz wird mit diesem alten Fortschritt HW80 in die lokale Tischlerei transportiert. Von hier oben dann auch noch mal einen guten Überblick über unsere erst jüngst angelegte Pappelplantage. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Rundgang gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben hier und schreibt mir gerne auch in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Like auf unserer eingangs erwähnten Facebook-Seite. Ich werde die in der Beschreibung zu diesem Video auch nochmal verlinken. Also dann, gehabt euch wohl!